Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Roleplay Fallout Shelter. Und heute wird einiges gemacht. Zum einen reißen wir den Diner ein, denn der Diner ist nicht der Diner, wenn keiner drin ist. Wieso arbeitet da keiner? Gerade festgestellt. Da arbeiten zwei. Da haben wir einmal Hardcore Luca und Mr. Grün. Ich guck mal ganz kurz ins Inventar, um zu gucken, ob jemand noch im Labor arbeitet. Wenn wir keinen im Labor haben, dann kriegen wir auch keine Red Away. Kraftwerk, Wasserwerk, Krankenstation, Labor, Mobile Gamer. Mobile Gamer, wo bist du denn gerade? In der Cafeteria. So, jetzt haben wir wenigstens einen, der da arbeitet. Der nächste ist Mike, der im Urlaub ist seit letzten Monat. Einen Monat kannst du noch Urlaub machen, dann würde ich dich rauswerfen, weil so ergibt das keinen Sinn, dass du mitmachst. Es sei denn, es ist wirklich etwas Großes passiert, dann sag mir ruhig Bescheid. Dann kannst du auch ein bisschen länger. Allerdings möchte ich nicht, dass ihr auf Ewigkeiten im Urlaub seid. Das ist ein bisschen blöd. So, okay. Das dazu und ja, ich würde sagen, wir beginnen am besten mal mit den Vault-Immobilien. Und zwar damit, dass wir trainieren werden. Ich werde das alles Stück für Stück. Ich sehe hier immer noch keinen Hassan, der trainieren will. Also Hassan, du hast wahrscheinlich immer noch dich angemeldet, auch wenn du dich jedes Mal beschwerst, dass da irgendwie nichts ist. Aber wie sehe ich hier nichts? Zilord möchte gerne Glück trainieren. Dann haben wir, Zilord hat schon ein Tier, Mobile Gamer. Du hast kein Tier, das ist perfekt, dann geh auch mal Glück trainieren. Dann haben wir King Julian, er möchte gerne Ausdauer trainieren. Dann haben wir Baxi. Du möchtest gerne auch Ausdauer trainieren. Dann kommen wir zu Deadline. Deadline möchte Glück trainieren. Und Kill 1414 möchte Glück trainieren. Ach, der ist doch auch im selben Raum. Gut, da die beiden Haustiere haben, müssen wir das so erstmal lassen. Wir beginnen als allererstes mit diesem wunderschönen Pärchen. So, und bevor wir jetzt irgendwas machen, die neuen Türsteher werden heute sein Serana und Ilja. Serana, heute Türsteher. Das heißt, du gehst mal nach oben. Du ziehst natürlich auch deine Kampfrüstung an und Serana trägt einen Ödland-Chirurg. Habe ich das jetzt nicht gemacht? Oh Gott, bin ich blöd. Ab zum Schießen, Freunde, ab zum Schießen. So, komm. Trainer activated. Cheat activated. Und so einfach cheatet man. So, dann aktivieren wir den Cheat nochmal hiermit. Und jetzt können wir ihr den Ödland-Chirurg anziehen. Nein, das ist Ödlands-Ausrüstung. Nein. Ödland-Chirurg. So, und Ilja. Ilja müsste heute eigentlich rausfliegen, aber ich lasse ihm nochmal den Türsteher. Dann fliegt er nächste Woche halt raus, wenn er sich bis dahin nicht meldet. Nö. Ne? So einfach kann man das ausnutzen. So. Nächste Woche sind es übrigens Zilord und Kiago, die Türsteher machen. Und wir sammeln hier mal das Glück ein. Hier haben wir den Zilord. Und den Mobile Gamer. Dann gehen wir hier rein. Natürlich. Angriff. Wieso nicht? Naja, trotzdem können wir das hier vervollständigen. So, da haben wir einmal Baxi, der diese Woche nicht rausgeht und, ja, King Julian. Ach, da fehlt noch viel. Gut, Baxi, du bist jetzt voll mit
eh, aber das heißt für dich auch diese Woche kein Ausgang. So, wie gesagt, plant das am besten immer mit dem Türsteher ein, denn da seid ihr sowieso in der Vault. Also muss nicht sein, dass ihr jetzt in der Vault rumhängt. Ich möchte euch halt so ein bisschen was geben, worüber ihr nachdenken könnt. Nicht alles einfach nur trainieren, trainieren, trainieren und sich dann Keks freuen. Nein, dass man das alles wirklich plant. Aber naja, gut. Der Spuk ist vorbei. Dich schicken wir dahin, dich schicken wir dahin. Und dann kommen wir zu euch beiden. So, Glück und Glück. Dann gehst du wieder zurück an die Arbeit und du gehst wieder zurück an die Arbeit. So, wer fehlt denn noch im Glück? Terraboy und Ehrengardist. Der Terraboy. Terraboy. Du willst noch Glück trainieren und Ehrengardist. Ich finde die nicht, ey. Da. Ihr beiden wollt noch Glück trainieren. So, das sind dann die letzten und dann können wir langsam anfangen, hier nochmal umzubauen. Ihr geht mal ganz kurz hier runter. Ich glaube, ich habe gerade... Habe ich noch jemanden hochgeschickt? Mr. Flauschig ist gerade aktiv geworden. Ich glaube, ansonsten ist gerade keiner hier, ne? Dann können wir das... Ich will keinen Tempomodus machen. Ich will das Ding vernichten. Ach, Deadline. Geh da runter. So, und da werden wir jetzt nämlich was anderes aufbauen. Und zwar wird es Zeit, hier einen Garten hinzubauen. So. So. Und so. Perfekt. Jetzt kommen wir auch über die Runden mit dem Essen. Denn langsam sind wir so viele Leute geworden, dass wir das upgraden müssen. So, dann. Als nächstes, brauchen wir, was war das? Achso, die beiden, ne? So. Ach, das ist Glückstraining. Ich wollte gerade sagen, der doch eh voll. Wir sind hier beim Glückstraining. Alles gut. Ich war kurz verwirrt. Dann gehst du mal dahin und du dahin. Und dann haben wir alle durch. Ich lösche somit auch die Liste. Z-Lord, Mobile Gamer Glück haben wir hier. Ausdauer Julian Baxi. Und Glück Deadline Kill, Terraboy und Ehrengardist. Sehr schön. Das waren alle, die trainieren wollten. Und wir können jetzt langsam loslegen. Und wir haben so wenig Mitarbeiter. Da ist Terraboy. Und da sind auch nur zwei. Ach du Scheiße. Ja klar, weil... Ah, ja. Ilja ist hier oben, ne? Na, Mr. Flauschig, was ist los? Hast du geguckt, was ich mache? Gib auf. So, wir schicken damit die ersten beiden raus. Das bin zum einen ich. Da finde ich raus, in meiner schicken, förmlichen Kleidung, weil ich meinen Andrea weggegeben habe. Schicke, förmliche Kleidung. Aber ich habe immer noch Glück von 14. 14, ne? Ja, 14. Da passt das schon. So, ich nehme an, ich habe genug Sachen. Ich weiß ja, was ich habe. 25, 10. Damit gehe ich raus. Mehr habe ich nicht als 10, aber mehr brauche ich auch nicht. So, dann haben wir Deadline. Deadline, du gehst auch raus mit deiner T45A Rüstung. T45A, zack. 25 und 15 für dich. Boom, damit haben wir schon die ersten beiden rausgeschickt. Vier Stück schicken wir noch raus. Und wir gucken mal, wer das alles sein wird. Wir haben hier nämlich, das sind die Türsteher. Z-Lord, Thiagos im Urlaub. Hardcore Luca, Muffin und Terraboy.
Das sind die nächsten, die noch rausgehen. So. So, neues, neue Runde, neues Glück. Z-Lord, du gehst raus mit einem Horror-Fan-Outfit. Ein Horror-Fan-Outfit für dich und wir schicken dich hinaus. So, mit 25,15, oder? Z-Lord 15, ja. Diesmal achte ich darauf, dass du genug hast. So. Okay, perfekt. Dann kommen wir direkt zum nächsten, zu Hardcore Luca. Hardcore Luca, wie sieht's bei dir aus? Hardcore Luca, du hast gar keine Stims. Coole Sache. So, hast wahrscheinlich noch nicht mal. Ja, Hardcore Luca, du bist ja ganz frisch dabei. Kaum Geld, aber mit diesem Geld kann ich dir nur empfehlen, dass du dir da ein paar Stimpacks kaufst, denn nur so kannst du lange laufen und viele, viele schöne Sachen finden. Ja, dann können wir eigentlich den nächsten schon rausschicken und das wird Muffin sein. Muffin mit einem robusten Vault-Anzug gehst du raus und zack. So, nun können wir noch einen rausschicken. Wie viel haben wir jetzt draußen? 2, 4, 5 und Terraboy die 6. Der letzte in der Gruppe. Terraboy. Dann gehen wir raus mit 25 und 15. Terraboy trägt eine X01 MK1 Rüstung. So, und wir gehen raus. Dafür musst du aber mal kurz darüber laufen, sonst kriegen wir noch Stromprobleme. Gut. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt alle rausgeschickt. Ich werde jetzt noch ein bisschen warten, weil wir müssen ja noch draußen ein paar Sachen finden und dann würde ich sagen, wenn was passiert, dann sehen wir uns ja gleich wieder, ne? So, wir sind nochmal hier. Ich habe gedacht, komm, weißt du was? Öffnen wir nochmal unsere Lunchbox. Gucken wir mal. Energy. Kronkorken. Eine Golduhr. Eine rostige Pistole. Und Betty Davis. Kann nun von euch genommen werden. Betty Davis erhält die 31. 31. Zack. Und du kommst auch rein. Zu den Mädels bitte, die frei sind. Solange wir jetzt noch Zeit haben, Freunde. Wenn ihr mitmachen wollt, wir haben einige freie Charaktere für euch frei, die ihr nehmen könnt. Hier haben wir die 30. Wenn ihr mitmachen wollt, dann bewerbt euch für die 30 mit einem Namen. Das Einzige, was ihr schreiben müsst in die Kommentare, ist Name plus die gewählte Nummer, die ihr haben wollt. Und schon seid ihr dabei. Wichtig ist nur, ihr spielt hier diesen Charakter. Ihr seid nicht nur mit Namen drin, nein, ihr spielt ihn auch. Ich schicke euch einmal die Woche raus. Ihr sammelt Sachen. Ihr entscheidet, was ihr damit machen wollt. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, joint mir auf Discord. Unten in der Beschreibung findet ihr den Link. Und ich zeige euch das Ganze nochmal, wie das Ganze funktioniert. Wutsch. Das hier ist Discord. Wenn ihr den Link unten in der Beschreibung kopiert habt, drückt auf dieses Plus. Tritt einem Server bei und hier kopiert ihr den Link rein und schon seid ihr hier auf diesem Discord und dann habt ihr hier nämlich die Mitmachregeln und da lest ihr euch das mal kurz durch und schon wisst ihr, wie das funktioniert und könnt mitmachen. Wie gesagt, ihr habt Charaktere frei zum Auswählen, die 30, die 23, die 29, dann haben wir hier die 31, die 25 oder die 18 für alles, was dabei ist. Ihr müsst euch nur einen aussuchen und schon könnt ihr mitmachen. So sieht's aus. Gut. Ja, bisher haben wir noch nichts draußen gefunden. Wir warten nochmal. So, Freunde. Ich hatte eine Dreiviertelstunde gewartet. Es ist nichts passiert. Jetzt habe ich sie zurückgeschickt und wir können sie auseinandernehmen. Wir fangen natürlich mit meiner Wenigkeit an. Wir verkaufen die normalen Gegenstände für 610. Ich sammle 13.390 Kronkorken. Und hab an sich nur Müll gefunden. Er hat Spaß oben. So, ich verkaufe alles, was ich nicht haben möchte. Ja, so der geilste Loot war das jetzt nicht, ne? Gut, ich bekomme 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700... 800, 950 Kronkorken plus 2, 4, 6, 8, 10, 12 Kronkorken. Das ist das, was ich trage und ich sammle ein. Übrigens kriege ich ein rostiges Gaussgewehr.
So, kommen wir zu Terra Boy. 7677 Kronkorken plus 740 Kronkorken. Und wir gucken seine Items an. Hat er etwas Schickes? Was sucht denn der Terra Boy? Der Terra Boy. Platinen und Giddies haben wir alles nicht. Wir verkaufen den ganzen Kram, den er nicht braucht. Und er behält nur Kram, der schön ist. Ja. Nichts Gutes dabei. Du bekommst 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 750 Kronkorken plus 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Kronkorken. Kommen wir zu Deadline. 11.539 Kronkorken. Wir verkaufen die normalen Gegenstände für 910 Kronkorken. Deadline hat Platz von 4. Wir gucken mal, was er behält. Sieht gut aus. Was sucht denn der Deadline überhaupt? Oh, gar nichts eigentlich. Na gut, dann stopfe ich sein Inventar voll mit Dingen, die er nicht braucht. Ha, ha, ha. Ich bin schon so eine fiese Nummer. So, du bekommst von mir eine dreieckige gefaltete Flagge, einen robusten Voltanzug, einen Giddy und noch einen robusten Voltanzug. So, zudem bekommst du 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 950 Kronkorken plus 2, 4, 6, 8, 10 Kronkorken. Das heißt 960 Kronkorken. So, 9 right away behältst du. Das ist das, was du trägst. Und wir sammeln dich ein. Z-Lord, wir gucken mal bei dir. Z-Lord, du hast genug Platz frei. Und wir verkaufen die normalen Gegenstände für 550. So, Z-Lord sucht 3 Schaufeln. Du hast keine einzige Schaufel gefunden, mein Freund. So, Sportsman-Outfit kann man behalten. Und somit bekommst du von mir ein Sportsman-Outfit, 100, 200, 300, 350 Kronkorken plus 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 Kronkorken. Zudem bekommst du ein Sportsman-Outfit. So, wir sammeln ein. Du trägst immer noch das Plasma-Gewehr. Kommen wir zu Hardcore-Luca. Hardcore-Luca, wir verkaufen deine normalen Gegenstände für 180. Hardcore Luca sucht nichts Spezielles, deswegen er hat nur noch Schrott übrig. 150, 2, 4, 6, 8, 158 Kronkorken nochmal für dich. Und damit sammeln wir dich ein. Das ist das, was du trägst und los geht's. Muffin HD. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht habe. Hatte ich ihm 25, 15 gegeben? Wenn nicht, ich habe das nochmal geändert. Ich musste alle nochmal kurz zurückschicken, weil ich einen Bug drin hatte, weil sich irgendwie die Zeit automatisch wieder auf den richtigen Tag gesetzt hat. Keine Ahnung warum. Jedenfalls musste ich alle nochmal rausschicken, damit es fairerweise so ist, dass jeder wirklich Items findet. Und deswegen habe ich Muffin diesmal nur mit 5 Right Away losgeschickt, weil er das auch nur in seinem Inventar hatte. Boah. Das ist der Deal. So. Wir verkaufen die normalen Gegenstände für 120. Er bekommt 566 Kronkorken und den ganzen Müll, weil er sucht auch wahrscheinlich nichts. Nein, Muffin sucht nichts. 100, 200 Kronkorken, 206 Kronkorken noch dazu. Und damit sammeln wir dich ein. Perfektes Timing. Die Neulinge gehen drauf. Geht nach oben. Bringt euch in Sicherheit. Soll niemand durchlaufen hier. So. Oh, da haben wir alle durch, ne? Krass. Falls ihr noch nicht die ganzen Schnitte mitbekommen habt, ja. Ich habe heute mal das Inventar selber gemacht. Und, was ist denn nicht mit Terra Boy? Du warst draußen, ne?
Oh gut, den habe ich jetzt fast als allererstes gemacht. Sehr schön. Ich möchte diese Woche Double X ein bisschen Arbeit ersparen. Er ist ja auch krank, deswegen werde ich das alles innerhalb der Folge direkt euch geben. Bis auf meine Wenigkeit, die muss er machen, weil Fairness halber darf ich den nicht selber machen. Und die ganzen Joblöhne und Mr. Handy würde ich dich bitten, Double X, die könntest du gerne noch machen. Den Rest nehme ich dir natürlich ab. Und ja, das war's auch schon für heute. Wir sehen uns tatsächlich dann morgen wieder zu einer neuen Folge und dann schicken wir die nächsten raus. Und übrigens, nächste Woche machen wir es mal andersrum. Kiri hat mal vorgeschlagen, immer abwechselnd zu machen. Das heißt, von oben nach unten und von unten nach oben. Das können wir gerne machen. Und wir sehen uns dann morgen zur nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.